Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wirtschaft TV. Bei mir ist Antonio Sommese, Buchautor und selber schon viele, viele Jahre in der Finanzbranche tätig. Sie haben gerade etwas auf der Bühne gemacht, was die wenigsten machen. Sie haben nämlich Ihr eigenes Depot mal live gezeigt. Wie ist denn da gerade der Kontostand? Ja, also ich habe gedacht, immer diese Theorie, das bringt ja auch nichts. Also ich besitze schon einen fünfstelligen Geldbetrag in diesem Depot. Ich wollte den Zuschauern im Vortrag einfach mal zeigen, wie es funktioniert. Und ich habe selbst vor 3 Jahren angefangen mit Rohstoffinvestitionen in Goldminenfonds. Und aufgrund der digitalen Technik bin ich in mein Depot reingegangen, habe gesagt, dass ich 2015 17% Minus gemacht habe. Habe aber auch gezeigt, dass ich einfach Goldminenaktien gekauft habe. Und natürlich hat man vielleicht auch manchmal das Glück und das Können, dass das erste Quartal für die Goldminenaktien ein Traum waren. Und deswegen habe ich den Mut gehabt, mal mein eigenes Depot zu zeigen. Und ich glaube, mit 15% auf 3 Jahre per anno habe ich auch kein schlechtes Ergebnis gehabt. Wie haben Sie denn die Anlagen ausgewählt, in die Sie investieren? Also das war ein antizyklisches Depot. Ich habe einfach gesagt, was ist, ich sage jetzt mal nicht piep, aber im Arsch, was ist wirklich schlecht? Und schlecht waren die Goldminenwerte. Die sind abgestürzt ohne Ende. Die letzten 1-2 Jahre haben sie es alle schlecht geschrieben. Goldman Sachs, die angeblichen Könige der Wall Street, haben noch letztes Jahr den Goldpreis unter 1000 Dollar gesehen. Und ich habe das Gefühl, da ist ein Ausverkauf hat stattgefunden. Und so habe ich über 2,5 Jahre aufgebaut und kann heute einfach mal auch die Früchte ernten. Das heißt aber auch, Sie investieren langfristig. Sie sind kein Daytrader, der jeden Tag irgendwie schwitzt, wenn eine Aktie hoch und runter geht. Nein, überhaupt nicht. Also das war jetzt, ich hatte im Grunde 5-6 Jahre spekuliert. Dass ich jetzt nach 3 Jahren schon einen 2-stelligen Gewinn hatte, ist natürlich super. Aber das ist das Problem, man muss diese Wellen aussitzen können. Also im Idealfall 2-3 Jahre investieren, schlechte Nachrichten ertragen können. Meine Kollegin hat mal gesagt, du musst es aushalten können. Und ich habe das ja eben auch gezeigt. Ich habe einen Chart gezeigt von einem Fonds aus dem Silberbereich. Ich war zwischendrin 40-50% im Minus. Aber ich habe nochmal nachgekauft. Und ich wollte auch den Beweis antreten, Geld wird mit Geld gemacht. Und wer aggressiv ist, muss nachkaufen können. Und ich sage jetzt mal zynisch, bis zum Abwinken. Was ist denn in der momentanen Marktlage so Ihre Empfehlung, so vielleicht 3 Tipps für Anleger, die sich in den Markt jetzt trauen wollen? Ja, im Prinzip ist reingehen mit System. Ich würde nur mit Sparplänen gehen. Ich erwarte in den nächsten 1-2 Jahren hohe Volatilität, hoch und runter. Das heißt, Sparpläne monatlich, also wer jetzt 20.000 hat, nimmt 1.000 Euro, aber macht es 20 Mal. Nicht immer nur denken, Sparpläne sind was für 30 Jahre. Das können kurzfristige Investitionspläne sein, dass man nur 24 Monaten reingeht. Und ich würde so alternative Themen wie Global Makro beimischen und alternative Investments, die auch mal ein bisschen auf fallende Kurse setzen können. Also ich würde mir ein vielschichtiges Depot bauen. Und ich hätte da natürlich noch ein, ja, ich sag mal, was sind die Goldminen von morgen, würde ich jetzt zurückgeben. Haben Sie da eine Idee? Technologieaktien? Nee, das ist durch. Also ich glaube, Technologieaktien sind super gestiegen. Die Google Apples kamen zwar ein Stück zurück. Also für mich ist momentan jetzt einsammeln Rohstoffe. Es mag hart klingen, Öl. Öl einsammeln, aber um Gottes Willen nicht immer glauben, ich kaufe heute und morgen habe ich Riesengewinne, sondern erste Positionen. Ich werde nächste Woche auch wieder mal 500 oder 1.000 als Aufbau nehmen. Da stehen denn die Fässer bei Ihnen zu Hause? Nein, ich gehe einfach in Energiefonds. Also ich gehe in Energiefonds und sage, ich gucke mir den Ölmarkt, den Rohstoffmarkt an und ich glaube, dass viele Firmen Probleme haben, Probleme kriegen. Ich glaube auch, dass manche großen Ölkonzerne in 3-4 Jahren nicht mehr da sind. Aber die, wo da sind, die werden den Markt machen. Und wenn etwas 60% gefallen ist und steigt um 10%, das ist doch schon ein toller Gewinn. Also wir hören hier noch die Geheimtipps am Ende. Energie, das Stichwort. Dankeschön, Antonio Sommese. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft TV.